Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Finale. Johannes Lindmeier hat den ersten Aufschlag. Nicht nur wir auf dem Kommentatorenplatz sind heiß, sondern auch die Spieler. Ja, guter erster Ball. Auch die Spieler, ich habe gerade eben kurz mal rumgehört unter den Spielern. Ja, haben alle Bock, sind alle gut drauf. Auf ein schönes Finale jetzt. Johannes Lindmeier und Nick Merten ja schon ein bisschen länger durch mit ihrem Halbfinale als Miguel und Patrick. Die haben hier vor dem Damenfinale, was gerade eben leider abgebrochen werden musste, verletzungsbedingt auf Schweizer Seite, gespielt. Deshalb, wer weiß, vielleicht ist es ein kleiner Faktor, dass man noch ein bisschen mehr im Schlag drin ist. Hier ein leichter Fehler von Miguel jetzt zum 30-15, genau. Guter Ball. Smash von den Smash natürlich Nick raus. Sehen wir sicherlich noch häufiger hier. Ja, Smash gerade mit seiner Größe. Etwas Glück mit dem Gitter. Ja. Erstes Spiel durchgebracht. 1-0 für Lindmeier und Merten. Lindmeier hat ja vor einigen Wochen mit seinem Stammpartner Wunner auch bei den European Games gespielt. Mhm. So eine Vorstufe eigentlich zur Olympiade. Weißt du da mehr? Gibt es da schon konkretere Überlegungen, dass Padel in den nächsten Jahren tatsächlich olympisch werden könnte? Ja, also es steht ja noch so ein bisschen unklar, wie das sein soll. Ist es auf jeden Fall, soweit ich gehört habe, der Plan, dass 2028 dann mit davon Teil sein wird von der Olympiade. Bin ich sehr gespannt. Liegt ja in Deutschland auch noch unter anderem daran, dass sich ja das bisschen Uneinigkeiten gibt. Die Struktur fehlt noch. Wäre man trotzdem auch, du vor allem, noch in dem guten Alter vielleicht? Ja. Hat man das so ein bisschen im Kopf? Schon, also für mich persönlich spielt die Olympiade jetzt eigentlich keinen großen Faktor. Ich sehe einfach generell den Paddelsport und deren Wachstum sozusagen. Aber ja, klar, es wird natürlich trotzdem interessant, wie sich alles entwickelt. Unter anderem dann natürlich auch das Thema. Jetzt haben wir schon 15:30 bei Aufschlag von Miguel. Mal schauen, ob sie es jetzt auch so sauber durchbringen können. Ja, 30 beide. Ach, 30 beide, genau. Ja. Die Miguel startet jetzt als erster mit dem Aufschlag, wo er auf der Rückhandseite steht. Warum macht man das? Also generell, denke ich, kommt es einfach sehr drauf an. Manche Spieler haben da einfach, denke ich mal, ein klares Muster. Der fängt immer an. Könnte sein, dass Miguel das gewohnt ist oder dass sie einfach spontan das entschieden haben. Sehr starker Stopp. Hat er noch. Ball weiter im Spiel. Hat den Netzpfosten berührt, gibt er zu. Im Bildrand konnte man es sehen. Hat sich nicht bemüht, möglichst schnell zurück auf den Court zu kommen. War extrem guter Stopp. Ja, sehr guter Miguel. Stopp. Aber trotzdem war natürlich Jojo, Johannes Lindmeier, da unglaublich schnell auf den Beinen. Starker Volley jetzt. Schöne Übersicht, spielt da ganz leicht gegen das Gitter. Patrick Meyer keine Chance, den noch zu erreichen und zurückzuspielen. 30-0 bei Aufschlag, Nick. Guter Smash. Ja, geht raus. Wind jetzt auch wieder ein bisschen abgeflaut. Ja. Merkt man dann sofort, die Smashs funktionieren wieder deutlich besser. Auch natürlich jetzt nochmal zum neuen Spiel neue Bälle. Versucht da den Ball in die Tasche.
Zverev hat es, glaube ich, neulich mal. War dann ganz groß überall. Wollte hier vielleicht auch ein Highlight kreieren, aber hat nicht ganz geklappt. Aber zurück zum Spiel, 40-0. Der Lob ist aus. Fast bisschen lang. Wind vielleicht doch noch da. 2-1. Ja. Jeder sein Aufschlagspiel bisher ohne größere Probleme durchgebracht. Lass uns mal hören, ob wir da auf der Bank was hören. Einfach bei Jojo und Nick. Ganz so viel zu verstehen. Die Musik konnten wir hören. So, jetzt bringen wir ein bisschen Stimmung in den Käfig. Klatschen im Rhythmus, kriegen wir das hin. Ist auch immer so ein Ding, natürlich für die Spieler so drumherum, laute Musik. Es gibt einige, die sagen, ja, kriegen sie überhaupt nicht mit. Mhm. Weiß ich zum Beispiel von Patrick, ich habe ja auch einige Turniere mit ihm zusammengespielt. Ihn stört das sehr, sehr wenig. Aber gibt es natürlich auch andere, die dann sagen, das geht ja gar nicht. Viele, die vom Tennis kommen, sind es vielleicht auch nicht gewohnt, weil da ja wirklich Ruhe herrscht. Weitestgehend Ruhe herrscht. Genau. Guter Lob hier von Johannes. Und nächste saubere Smash von Nick zum 15 beide. Ja, da müssen sie natürlich aufpassen, dass sie Nick keine einfachen Möglichkeiten geben, seinen Schlagarm hier warm laufen zu lassen mit dem Smash. Da ist ein Fehler von Jojo. Ärgert er sich auch. Zu Recht. Idee war. Ja, war okay. Wollte trifft den Longline aber, spielen. Genau, trifft ihn schlecht. Aufschlag über die Mitte. Oh, ganz starker Ball von Nick. Kommen beide vor. Gut Druck. Klasse Smash. Wow, grandioser Schmetterball hier. Hinter der Nebenlinie war das sogar fast. Ja, wir haben es schon ein paar Mal gesehen, dass versucht wurde rauszurennen, aber der Netzposten wohl doch mehr stört, als vielen Spielern vielleicht lieb wäre. Gibt ja auch in Deutschland nicht ganz so viele Plätze, wo man das tatsächlich trainieren kann. Das ist richtig. Er ist zu lang. Bei der WPT sieht man es häufiger natürlich. Es sieht natürlich immer super spektakulär aus, wenn man wieder zurückbekommt. Ja. Das stimmt. Wer auf YouTube mal World Padel Tour gesehen hat, der sieht das fast zu häufig. Er ist hier auch vor allem schwer, muss ich sagen, durch diesen rutschigen Court. Auch wenn man schnell unterwegs ist, muss man dann eben beim Rauslaufen oft dann noch eine Richtungsänderung machen, seitlich oder so. Ja, den trifft er nicht gut ins Smash hier. Man hat auch gesehen, wie der Wind den Ball echt seitlich rübergezogen hat. Stand Nick mal ganz auf der Seite vom Jojo. Aufschlag war aus. Der bleibt an der Netzkante hängen, 0:30 jetzt. Chance auf die ersten Breakbälle im ersten Satz. Und er ist auch zu lang. Kam jetzt wieder ein ordentlicher Windstoß. Der passt. Wieder der Schmetterball. Der passt auch. Ja. Ja, Patrick ist auch einen kleinen Tick
kleiner als Miguel, hat es dann natürlich schwieriger, den noch zu erreichen, wenn er auf die gegnerische Seite wieder zurückfliegt nach dem Smash. Hm. Schöner Ball von Miguel, aber Jojo kommt ran, rutscht da dann wieder weg. Auch gut, gute Position jetzt. Er wird gesmashed. Nick kommt hin. Hat er. Oh, kein guter Smash. Ärgert er sich. Trifft die Füße von Miguel. Muss aber auch ein bisschen lachen, weil er da den Ball dann abbekommen hat. War schon am Wegziehen eigentlich. Also er hat gesehen, dass der Ball auf ihn zufliegt. Ah, keine Chance. Drei beide jetzt. Nächster Punkt wird wichtig. Und der fliegt aus. Wäre Nick auch da gewesen, glaube ich, wenn er gekommen wäre. Ja, und somit Spielball für Merten Lindmeier. Smasht er. Geht nicht raus. Miguel ist fast da. Reicht nicht. Somit Spiel aus der Tür spielt er den. 3-2. Alles in der Reihe. Sah noch 3-0 oder 0-3 gefährlich aus. Aber wieder noch gut gelöst. Ein Glück, die guten Ball gehabt. Mal schauen, ob wir jetzt was versteht. Aber ist ja das Spiel, wenn wir halt den Lock spielen können, dann halt weg. Halt gar nicht. Genau, genau. Wenn du hochrutschst, ist das zu gut. Ja, weil er dann nur reinschlägt. Jedes Mal auf den hier, ne? Und den bei 15 beide eben, den du halt mit dem Rücken halt jetzt spielst. Ja, das ist ja schon mal. Ja, aber das ist egal. Den mache ich dann nicht. Das spiel ich dann einfach wieder auf. Genau. Das hat irgendwie. Scheiß drüber. Und den Ball nicht ganz. Kann. Wird sich hier auf jeden Fall auch viel über den Wind ausgetauscht. Man sieht es auch oben am Schirm. Kommen immer wieder starke Böen. Du müsstest ja eigentlich, du kommst ja von weit im Nord, du müsstest ja eigentlich damit gut umgehen können. Ja, würde man meinen, ob man das so gut lernen kann, damit umzugehen. Ich glaube, das bleibt echt unangenehm. Aber. Aufschlag Miguel jetzt. Genau. Erster Volley in Richtung Ecke. Nimmt das Tempo vom Return mit, 15-0. Guter Volley. Setzen sie Nick hier unter Druck. Kann sich befreien, beide kommen nach vorne. Ballwechsel. Ah, klasse rausgespielt mit dem Rückhand Bachada, Kurzcross. Kriegt dann einfach einen Volley. Overpaced ein bisschen. 15 beide jetzt. Guter Aufschlag. Boah. Da hat man die Flugkurve jetzt bei uns zumindest gesehen, wie sie beeinträchtigt wurde durch den Wind. Ja. Starker Druck, viel Slice, sie versuchen alles vorher wegzuspielen mit einem Halbvolley, also Dropkick-Grundschlag oder jetzt auch am Ende Jojo mit dem Volley. Führt zum Fehler, aber ist natürlich klar zu sehen, deren Taktik, sie wollen dann nicht viel übers, unnötig übers Glas spielen. Weil das dann hat er noch das aber lang. Man hört es auch ganz gut, die Kommunikation bei Patrick und Miguel auf Spanisch. Miguel ja auch sowieso Spanier. Sein Vater, glaube ich, sagt, er kommt aus Deutschland. Aber bei denen gibt es dann immer spanische Kommunikation. Ja, und jetzt Golden Point. Erst kurz der Smash. Oh, der war nicht optimal. Jojo denkt, dass Nick vielleicht da ist, einen besseren Schlag hat. Kleine Abstimmungsschwierigkeiten hier. Ja. So mit drei beide. Sehr intensives Spiel jetzt hier zu beginnen.
War ja Patrick jetzt so ein bisschen im Halbfeld stehen geblieben. Das sieht man jetzt hier auch, muss den Volley extrem niedrig nehmen. Schafft es dann nicht mehr übers Netz. Kommt da nicht ganz ran. Ja. Smash sehr weit hinten von Nick jetzt. Ja. Aber erfolgreich, 30-0 bei eigenem Aufschlag. Der ist aus. Tick zu lang. Möchte er nicht wahrhaben. Trotzdem steht es jetzt 3-5. Einfacher Return-Fehler. Vielleicht auch mit dem Wissen, okay, er muss gut sein, sonst habe ich dann Jojo vor mir, der den nächsten vielleicht umso schwerer spielt. Guter Smash, kommt Patrick nicht mehr ran. Damit Game 4-3. Zum 4-3. Wie ist deine Einschätzung jetzt hier zu Beginn? Ja, relativ ausgeglichen. Sie machen eigentlich relativ wenig Fehler bei eigenem Aufschlagspiel. Und bei Patrick und Miguel hat man so ein bisschen das Gefühl, sie gehen viel über Nick und versuchen dann mit einem etwas aggressiveren Ball dann auch häufig mal jemanden zu überraschen. Aber haben sich so ein bisschen auf Nick eingeschossen, der natürlich gut verteidigen kann, aber irgendwann wird es natürlich auch irgendwann kann es auch zu viel werden. Deswegen alles bisher in der Reihe. Ich denke, das erste Break wird entscheiden. Wie der Satz ausgeht. Aktuell spricht allerdings vieles für eher ein Tiebreak. Denke ich auch. Jetzt wird eine gute Performance. Sehe ich auch so. Ich denke, bei Nick und Jojo wird so ein bisschen der Matchplan sein, nicht Miguel hochfahren zu lassen. Auf geht's nochmal! Gut, vielleicht hin und her zu wechseln, ein bisschen den Rhythmus zu klauen, weil Miguel bekannt dafür, wenn er einen Lauf hat, dann kann es schnell düster werden. Hat unglaublich gute Schläge im Repertoire. Schauen, ob wir davon jetzt welche sehen werden. 4-3, Patrick schlägt auf. Länge vom Lob. Sieht wieder, wie sich das Netz bewegt, also Wind ist auch wieder ein Faktor jetzt bei dem Ballwechsel. Oh, kommt er ran. Oh, ja. Ganz viel Übersicht von Nick Merten hier. Stark gespielt. Miguel kommt zwar an den rausgeschlagenen Ball. Patrick muss sich dann für eine Seite entscheiden und wird auf den falschen Fuß getroffen. Ja. 0-15. Da hat er dann natürlich alleine das ganze Feld zu verteidigen. Erster Aufschlag. Ja. Ist natürlich schwierig, jetzt war es dann wieder nahezu windstill dann im Court. Netz hat sich gar nicht bewegt gehabt. Das dann zwischen den Schlägen dann auch noch zusätzlich dann nochmal einzuschätzen, macht es natürlich den Spielern dann sehr schwierig. Ja. Boah, gut verteidigt von Patrick. Smash kurzer Chance. Smash, ja. Lässt er durch, aber keine Chance für Miguel. Ja, im Moment ist so ein bisschen der Faktor Nick Smash, finde ich. Also wenn er weiter so zum Zug kommt. Ja, verhältnismäßig sehr viele im Vergleich zu den vorherigen Partien. Ja. Der Court insgesamt gut für Smashen. Der Ball ist nicht nur schnell, sondern springt auch hoch raus. Also gerade für einen guten Smasher, wie Nick einer ist, versucht das dann natürlich auch mitzunehmen. 30 beide jetzt. Der ist kurz. Gleiches gilt natürlich eigentlich auch für Miguel. Kommt der an den Ball. Das Spiel beruhigt sich wieder. Ja. Wir haben es vorher angesprochen gehabt bei den Damen, die haben jetzt ihre falschen Seiten beibehalten. Da beide eben Rechtshänder sind, macht es wahrscheinlich nicht so einen großen Unterschied für den einen Ballwechsel. Trotzdem Punkt für Nick Merten und Johannes 30, Lindmeier. 40. Breakball. Schön. Na, liegt er gut. Oh, starker Ball.
Pass aus, ja. Bald mal noch ein Lautschrank ist Vamos. Auf geht's. Ein Punkt noch, Sie wissen, der ist wichtig. Golden Point, Aufschlag auf Johannes. Muss Patrick über den zweiten gehen? Ja. Ist unglücklich. Mal kurze Absprache gehen. Zwischen Nick und Jojo. Vielleicht auch ein mentales Ding, wer weiß. Mit dem Smash, der ist kurz und der reicht auch nicht. Ist noch. Und Nick, den muss er smashen. Kommt Patrick nicht ran und da ist das erste Break. Zum 5:3 für Nick Merten und Johannes Lindmeier. Alles, was sie gesagt haben, wieder ad acta gelegt. Ja. Sofort daran. Nächstes Break und jetzt die Chance, bei eigenem Aufschlag den ersten Satz zuzumachen. So schnell kann es dann manchmal halt auch gehen. Ja. Vorher fand ich vom Seitenwechsel fast ein bisschen die Tendenz bei Miguel und Patrick. Ja. Jetzt Break kassiert. Aber mal gucken, das Ding ist noch nicht durch. Müssen sie erstmal ausservieren. Und wer uns heute schon ein bisschen länger verfolgt, weiß ja auch, häufige Rebreaks waren definitiv an der Tagesordnung. Absolut. Also. Aber Nick. Ja. Geht da rein mit einem Smash. Aber auch hier Fair Play, entschuldigt sich sofort, weil es auf den Körper ging. Oh, Jojo macht sich ganz lang, Nick. Kommt die nächste Chance, Ball geht nicht raus. Ja, das ist aber sehr unglücklich. Sieht man hier nochmal vielleicht. Sieht man, glaube ich, aus der Perspektive perfekt. Ja, von Miguel. Springt weit weg vom Gitter. Normal ist das so, dass er im Gitter kleben bleibt. Muss sich immer in Spielen auch schon merken. Hier ist das irgendwie so, da springt man mal gefühlt einen halben Meter. Boah, war das Ball. Kommt ran, hat die Übersicht. Ja, aber der Ball von Patrick war extrem gut mit der seitlichen Scheibe da gespielt. Nick behält die Übersicht und 4 Satzbälle für Nick Merten und Johannes Lindmeier bei eigenem Aufschlag. Erster Satz ist durch. 6:3 aus Sicht von Nick Merten und Yannick und Nick. Nick Merten und Johannes Lindmeier. Jetzt haben wir es. Hören wir mal rein, was Patrick Meier und. Ja, stimmt, Frust jetzt auch mit dabei. Gerade eben noch. No, ponemos demasiado mal. Es ist un set, y no tiramos tanto a Nick. Porque por ahora pega bien. No? Vale. Vale. Y este, cuando podemos, está perfecto. Este chiquito al medio, ¿no? Algo así. Pero... Bien. Seguimos, ¿no? Necesitamos acá, de cabeza. Ja, Absprache auf Spanisch. Wie gut ist dein Spanisch? Das ist tatsächlich... Du warst ja auch schon das ein oder andere Mal in Spanien trainieren. Genau. In Figueres. Sprachkurs inklusive. Genau, habe ich auch ein bisschen Spanisch gelernt. reicht auf jeden Fall jetzt hierfür. Und zwar sagen sie, jetzt zweiten Satz, fangen sie an, kein Lob mehr über Nick, denn es smasht gerade gut, hieß es von Patrick. Mhm. Meiner Meinung nach richtiger Kenntnis, war ein bisschen der Faktor zum ersten Satz. Ja, fast der einzige Weg, wie sie die ganze Zeit die Punkte gemacht haben. Mhm. Und dann sagt er eben auch, Kopfsache. Wir sind da, es geht weiter, wir hatten auch schon unsere Chancen. Ich glaube, er war grundsätzlich gar nicht unzufrieden. Er hat auch gemeint, es war ein gutes Spiel bisher, aber den von dir angesprochenen Smash von Nick Merten muss man irgendwie raus aus dem Spiel bekommen. Überraschend, dass es jetzt einen ganzen Satz gedauert hat, weil er hat ja schon wirklich in den ersten Spielen des ersten Satzes einige Smashes gehabt. Ja. Aber... Man will es jetzt im zweiten versuchen zu vermeiden. Auch wenn es danach gleich aussah, wie wenn er dann wieder zum Smash ansetzen wollte. Ja, aber da sieht man es eben, wenn der Lob gut ist, vielleicht eben nicht cross, sondern ein bisschen durch die Mitte, dann kommt er auch schlechter unter den Ball. Ich denke, sie sollten die Lobs auf jeden Fall weiter Richtung Jojo-Seite spielen. Auch wenn Jojo natürlich auch brandgefährlich sein kann. Ja, im Überkopfball, da jetzt der Stop ein bisschen überzogen.
Starker Ball. Starker Volley. Macht Nick echt super gut. Die Dinger halb Volley. Flach zurück, aber mit dem Volley von Patrick. Der war einen Tick zu lang. Auch der war zu lang. 40-15 jetzt. Gut. Ja. Hat extrem er gehofft, dass er ausgeht? Er kommt auch gut genau platziert. Rein. Ja, der ist, Nick ist nicht schlau, er ist aber da. Aber hat nicht gereicht. Legt ihn ins Netz. Ich habe das nicht mitbekommen, muss ich. Achso, da gegen den Pfosten ins Aus sozusagen. 1-0 für Meier. Und Morales. Ja, die Pause nach dem ersten Game ja auch generell kurz. Man sagt, man setzt sich nicht hin. Auch hier die Teams sich nicht viel zu sagen. Hatten sie ja vorher schon eine Pause, um das zu besprechen. Ja, aus Sicht von Patrick und Miguel jetzt sehr wichtig, das erste Game so auch doch sehr solide und gut durchzubringen. Und jetzt wollen sie natürlich ran. Am besten frühes Break, da bin ich mir sicher. Das ist deren Ziel. Eine gute Defense. Nickali. Ja. Einfache Smash-Chance, die er sich natürlich dann nicht nehmen lässt, weil der Ball von Patrick deutlich zu kurz war. Bereitet Jojo stark vor mit dem Bandeja. Vielleicht Vibora mit gutem Slice. Zum fünften Beine. Ja, der ist zu hoch. Ja, das ist natürlich dann auch einfach. Spiel da raus. Das ist der zweite vermeintlich einfache Fehler von Nick. 30 beide jetzt. Wichtiger Punkt. Wieder so einer über die Seitenscheibe. Wieder der Smash. Diesmal ist Patrick da. Jetzt Miguel. Die Seiten stark. Oh. Ja. Boah, fast noch da gewesen. Und zwei Breakbälle für Maya Morales. Stark gespielt, man hat's gesehen. Erster Aufschlag kommt nicht. Lob ist sehr gut. Guter Ball. Sind gut in der Rallye jetzt. Der Stop, okay. Oh, Wahnsinns Block Lob von Patrick. Nick. Versucht wieder mit dem Smash, reicht nicht. Unglaublich langer Ballwechsel jetzt. Lob über Patrick. Alle wissen, der Punkt ist wichtig. Der war gut. Patrick wundert sich da über das Absprungverhalten vom Ball. Muss ich ihm recht geben, war komisch, aber Ball auf jeden Fall drin. Ja. Gab es auch keine Einwände in irgendeiner Form. Es war wirklich nur ein überraschender Absprung. Aber extrem schöner Ballwechsel jetzt. Danach wird es jetzt natürlich noch schwieriger über den Golden. Oh, und der segelt. Oh, das ist bitter. So einen starken Ballwechsel vorher gewonnen.
Dann der erste Bandera-Fehler von Jojo. Ersten Break. Unglücklicher Zeitpunkt. Oh. 2-0. Aufschlag Patrick Meier. Schöner Smash jetzt auch von ihm. Johannes kommt nicht ran. Und auch Applaus von den Rängen hier. Rutscher ein bisschen weg, spielt ihn trotzdem gut. Ja, liest er gut, spielt er nicht optimal. Stark. Ja. Das Momentum jetzt definitiv auf Seiten von Morales und Meier. Auch der bleibt an der Netzkante hängen. 40-0 jetzt. Ne, 30-0, sorry. Ne, 40-0 müsste stehen. Galopp, kommt er nicht direkt ran, der ist etwas kurz. Der segelt in Zeiten aus. Ja, er zeigt es auch an, kam dann wieder in dem Moment der Wind. 40-15. Macht noch nichts, drei weitere haben sie. Sollten aber nicht alle brauchen. Lob passt gerade so. Nick zum Smash. Ja, der ist zu wenig. Ganz. Spielt mega gut. Ganz viel Übersicht. Ja. Platziert er mit ganz viel Gefühl dagegen das Gitter. Ja. Keine Chance. Johannes weiß es auch. Braucht sich gar nicht hindrehen. 3-0. Hören wir mal rein. Muss einfach rein. Waren jetzt irgendwie diese 5%, die wir beide weniger gemacht haben, auf einmal so. Fuck. Egal. Kraftausdruck, fuck egal, sagt Jojo. Nicht ganz glücklich. Ist natürlich bitter, also gut, die beiden eigenen Surfs, dass sie die durchbringen, ist okay, aber über Golden eben den eigenen zu verlieren, dann 3-0 zu stehen im zweiten, nicht optimal. Ja, hat gesagt, 5% von beiden weniger. Was meint er damit? Weniger Aggressivität, weniger Präzision oder so nichts aus allem? Ja, ich denke fast alles in allem, vor allem eben die Konzentration. Vielleicht auch leicht physisch, dass sie eben vielleicht hier und da einen Schritt zu wenig gemacht haben. Gerade mit dem Wind ist das echt wichtig, dass man sich lange gut bewegt, dass man nicht zu früh stehen bleibt und dann ja, eben den Ball schlecht trifft. Ja, ich denke, sie wissen einfach, die müssen einfach voll da sein, sonst reicht es gegen Patrick und Miguel nicht. Das waren sie jetzt eben einmal kurz nicht, die 5%, und jetzt geht's weiter. Schauen, ob sie die 5% drauflegen können. Ja, Break, Rückstand, Aufschlag mit Merten. Guter Lob, sehr guter Lob. Ja, und der segelt seitlich. Ganz wieder. Ja, unglaublicher Wind. Die Windrichtung wechselt auch immer mal wieder, also von ja, genau. Rückenwind zu Gegenwind. Auch da kann man sich nicht drauf verlassen, dass es bei jedem Spiel, bei jedem Schlag dann immer der gleiche ist. Und Körpertreffer beim Smash, sicher nicht mit Absicht. Auch wenn das Smash nicht gut gewesen wäre, wenn das kein Körpertreffer gewesen wäre, in die Ecke wahrscheinlich hoch rausgekommen für Patrick. Aber so 30-15 haben wir jetzt. Scoreboard stimmt halt nicht. Ja, so stimmt wieder. Wieder ein Fehler. Ein leichter Fehler. Ärgert es sich auch. Lässt guckt er die den Schultern Ball hängen. Nach. Ja. Ja. Er weiß, das kann nicht sein.
30 beide. Ist eben auch immer so ein Zeichen für die Gegner irgendwie, dass man nicht ganz da ist. So einfache Fehler muss man natürlich unbedingt vermeiden, gerade in so einem Finale. Volley-Duell jetzt. Oh, stark. Ja. Unglaublich gut gelegt. Und wieder zwei Breakbälle für Patrick und Miguel. Jojo ärgert sich da ein bisschen über das Rutschen. Schon oft thematisiert. Keinen guten Halt gehabt. Wieder zwei Breakbälle. Ist jetzt gefährlich, dass der Satz sehr, sehr schnell weggeht. Jojo geht vor. Und liest es perfekt. Aber der Ball einfach zu flach übers Netz. Und da merkt man dann jetzt trotzdem auch, wie hoch ein Druck auch ein für einen Johannes Lindmeier ist. Ja. Auch so einen leichten Fehler, wo er sich dann weil sichtbar und spürbarer ärgert, was man von ihm ja eigentlich gar nicht so kennt. Ja. Aber man muss natürlich auch aufpassen, jetzt nicht einen zweiten Satz einfach herzuschenken mit Blick auf einen möglichen dritten Satz. Nee. Sondern muss trotzdem hier auch im Flow bleiben. Das ist richtig. Guter Ball, auch stark reagiert von Nick. Der Volley ist einfach, hat Jojo stark. Aber noch. Gute Länge. Ball kommt. Patrick dachte, da geht aus. Ich glaube, Jojo auch. Deswegen ist er relativ langsam losgerannt. Ja. Das reicht nicht. Eben auch dann gerade viel gesmashed von Nick und dann ist es eben wieder der Fake-Smash, der dann funktioniert. Überraschung sozusagen für den Gegner. Ja. Ganz interessant auch die Körpersprache zu beobachten, die jetzt die letzten ein, zwei Ballwechsel bei Jojo dann etwas nach unten ging und so ein Schlag bringt dann natürlich auch wieder Selbstvertrauen. Ja. Im Volley-Duell geht Patrick da auf den Körper. Ja. Muss er machen vielleicht. Ach, starker Volley. Jedes Mal guter Slice. Dieser konsequente Druck im Volley-Spiel ist, glaube ich, echt sehr prägend für das Spiel von Patrick und Miguel. Wenig Chance, mal irgendwie einen einfachen Chiquita zu spielen für Nick und Jojo. Wieder drei Spielbälle. Genau, der bleibt an der Netzkante. Jetzt fehlt auch das nötige Quäntchen Glück da auf Seiten. 4-0 haben wir jetzt, glaube ich. Naja. Nee, ich glaube, sie waren sich jetzt selber nicht ganz sicher. Achso, nee. Da ist irgendwas auf den Platz geflogen. Irgend so ein Band. Macht auch die extra Meter zum Mülleimer. Vorbildlich. Sehen wir natürlich sehr, sehr gerne. Ist dann das 5-0. Ja. 5-0 jetzt. Sehr deutlich. Nehmen wir mal auf eine der Bänke rein. Das ist jetzt auf jeden Fall sehr stark gemacht von Patrick und Miguel, was sie anfangs des Satzes besprochen haben. Schauen wir mal, was wir jetzt hören. Genau, beide zwei Games auch echt negativ. Ich mache halt auch Fehler, die ich gerade abpacken. Aber jetzt muss ich halt kleinere Brötchen backen, lass ich halt von mir nicht dann. Unterziehen. Ja. Eine seiner größten Stärken, mit Sicherheit das Reflektieren, so schnell schon zu sagen, okay, meine Körpersprache war halt genau das, jetzt geht's weiter. Ist halt ultra, also insgesamt ein ultra schlechtes Match, finde ich, so von allen. Also, ich meine, die Bedingungen sind dann aber auch schwer, aber wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir diese Intensität wieder hochfahren. Ja. Weil die Jungs spielen ja auch nicht gut gerade. Also, auch viele Fehler irgendwie. Analysiert es dann auch gleich im Vergleich zu den anderen Spielen. Ja. So, deswegen reflektiert sich selber vor allem, sagt dann auch zu Nick, er soll sich nicht runterziehen lassen. Aber hat dann auch gleich wieder aufbauende Worte, sagt, komm, den Service holen wir uns auf jeden Fall wieder, Selbstvertrauen. Ja. Und vielleicht dann auch schon einen Blick auf einen sehr hohen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann dritten Satz, was uns natürlich freut. Also es geht jetzt natürlich, ja, ich weiß nicht, ob sie noch selber voll dran glauben, den zweiten Satz jetzt zu gewinnen. Oh, hat er fast noch unterm Rücken.
Wahrscheinlich geht es jetzt mehr darum, einfach das Game zu machen, mit einem guten Gefühl in den dritten zu gehen. Ja. Und vor allem dann auch mit eigenem Aufschlag in den dritten zu starten. Genau. Oh. Ah, da sah er sehr unglücklich aus. Im Halbfeld erwischt. Auch guter Ball von Nick. In der Bewegung dann, ja. Viel Slice, keine aber auch Chance. Langsam, dass man dann irgendwie bis nach dem Ball wartet. Netzroller. Wahnsinn, Wahnsinn von Patrick. Hing dafür knapp 10 Sekunden, übertrieben gesagt. Wollte die Brücke, ohne das Netz zu berühren. Genau. Aber so mit 3 Spielbälle bei Aufschlag Johannes Lindmeier. Ja. Wissen Patrick und Miguel natürlich auch, da müssen sie jetzt nichts Großartiges machen. Und bisschen fürs Selbstvertrauen. Auf jeden Fall. Solides Spiel. Über null. Nehmen sie auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Und jetzt die Chance für Patrick Meier bei eigenem Aufschlag den zweiten Satz zu schließen und nach Sätzen dann auszugleichen. Patrick, bis jetzt ist er solide Aufschlag-Games. Den wollte er ein bisschen zu sehr haben. Geht er mit einem Stubel-Gedächtnis-Smash hin. Aber trifft ihn nicht gut. Mit einem Jump-Smash. Hat es auch schon früh angekündigt, dass er den nehmen will. Patrick weiß, okay, ich bin weg. 0-15. Vorher auch schon smashen können, aber ebenso auch dann gute Vorbereitung. Sagt Patrick, ich mach's. Zum 15 beide. Der ist aus. Tipp wieder zu lang. 30-15 jetzt. Zusehen, dass er aus der Flugbahn des Balls erstmal rauskommt. Bleibt er dann jetzt, kann der eigentlich zum 40-15. Stark gespielt von Patrick. 3 Satzbälle jetzt. Ja, der ist Wahnsinn. Applaudiert er und perfekt. Weiter geht's. Linie entlang. Geschossen. Ja, und Golden Point. Bisschen Miscommunication vielleicht vorher wieder. Miguel hat ja angesagt, er will den Ball eigentlich. Ja, aber Patrick dachte, nee, das ist keine gute Idee, den nehme ich lieber. Nick nimmt den Golden Point. Ist natürlich wichtig, jetzt den zu machen. Der ist kurz. Wow. Nicht der allerbeste Smash. Hat Jojo fast noch eine Chance, aber schlägt sich da fast noch, glaube ich, den Schläger selber gegen den Mund. Ja. Somit Satzausgleich 6-1. Oh, ich werde schon heiß auf dem Dritten. Wie ist das mit dir? Definitiv. Für neutrale Zuschauer könnte es nicht besser laufen. Es ist ja auch ein Riesenunterschied zu anderen Sportarten, wie jetzt irgendwie ja, Fußball, Handball. Du startest dann eben beim Paddle, genau wie beim Tennis, wieder bei Null. Also einmal ein Reset sozusagen. Alles kann wieder passieren. Offene Karten für alle. Vielleicht können wir ja mal einmal bei Patrick und Miguel auf die Bank. Mal schauen, ob sie noch irgendwas vorbereiten für den dritten Satz. Ich greife, vamos bien. Das ist von el Lobo al Yoyo. Porque hoy es medio complicado. El Lobo bueno siempre, ¿no? Ja.
glaube, es ging wieder um die Lob-Geschichte, dass es jetzt im zweiten Satz eben deutlich besser funktioniert hat mit den Lobs über Jo. Hannes im Vergleich zum ersten Satz. Trotzdem spricht er aber auch an, es ist eben jetzt bei den Bedingungen für keinen der vier Spieler möglich, immer den perfekten Lob zu spielen. Müssen sich also darauf einstellen, auch mal nach einem schlechteren Lob irgendwie noch gut zu reagieren. Auf der anderen Seite wissen sie natürlich auch, okay, die anderen sind auch gezwungen, entweder viel flach zu spielen oder aber Risiko einzugehen, auch mal einen schlechten Lob zu spielen. Ich denke, das wird jetzt auch entscheidend, wer damit jetzt besser umgeht, mit dem Wind, mit dem Überkopfspiel. Mal schauen. Nick Merten beginnt. Dritter Satz, 0-0. Oh. Der ging deutlich ins Seitenhaus. Johannes aber sofort da, wieder motiviert. Ja, ja. Wichtiges erstes Game jetzt. Oh, starker Lob. Oh. Mit dem Netzroller durch die Mitte. Ja. Das war auch so ein ganz softer Netzroller, glaube ich, wo Patrick dann mit dem Schläger hochgeschwungen ist, weil er auf den Netzroller reagieren wollte, aber der hat das Netz nur geschliffen. 15 beide. Ja, wieder versucht das über die Seitenscheibe. Diesmal ohne Erfolg. Mag er sehr, sehr gerne den Schlag. Vor allem extrem schwierig, aber... Ja. Er lässt es einfach aussehen. Guter Lob jetzt. Bleiben bei Nick, setzen ihn unter Druck. Kommt er die Smash-Chance und... Boah, er ist fast noch da. Ja. Reicht aber nicht ganz, 40-15. Vielleicht sehen wir es hier nochmal. Guter erster Volley-Block. Ja, rennt dennoch sofort. Fehlt nicht viel. Drei Spielbälle zum 1-0. Kleines Sandhäufchen, da glaubt das. Das bleibt von mir unkommentiert. Ja. Golden Point. Golden Point. Direkt im ersten Spiel. Der war seitlich aus, genau. Zum zweiten Aufschlag. Erster sehr guter Return von Miguel. Nochmal ein sehr starker Ball. Boah. Hat Nick noch. Bisschen Glück mit dem Gitter. Ach, den holen sie da hinten aus der Ecke raus. Ich fass es nicht. Geht vor. Und der ist aus. Zu lang. Boah, das ist Wahnsinn. Da war der Punkt eigentlich schon vorbei. Aber jetzt zum ersten Mal auch ein etwas lauterer, positiver Ausschrei von Johannes Lindmeier. Ja. Da merkt man, wie wichtig dieses erste Spiel jetzt auf jeden war, Fall. Sofort aufs Scoreboard zu kommen, was ja im zweiten Satz erst beim Stand von 0-5 gelang. Ja, sie sagen, wir machen es gut bis hierhin, konnten es auch nicht ganz verstehen, was da Golden Point passiert ist. Mein Spanisch wird wieder besser. Zumindest das Verstehen. Ja. So, jetzt Patrick mit dem Aufschlag. Fällt noch rein. Starker Bandeja. Ach. Rettet dann raus. Das Smash nicht draußen.
Aber Punkt schon geht auf dem weiter, Weg der dahin. Geht auch rein. Ja. Der ist kurz. Ja, auch der auch passt rein. Noch. Zwei, dreimal sehr knappe Bälle jetzt gehabt, bisschen glücklich. Starker Lob. Versucht er über Nick die Scheibe. Die Smash-Chance. Unglaublicher Ballwechsel hier wieder und Doppelgitter, beim zweiten Mal geht er runter. Nick guckt den Ball noch an. Ja, Wahnsinn. Sehr starkes Niveau. Im zweiten Satz, irgendwann sagte Jojo, glaube ich, wir spielen gerade alle nicht unser bestes Paddle. Jetzt auf jeden Fall eine Niveausteigerung von allen Vieren. Nick hat dann kurz, beide wollen ihn. Der geht gerade so raus und damit unmöglich zu spielen. Wahnsinn. Hier sehen wir es nochmal, sich uneinig, trifft ihn nicht ganz sauber. Nick eigentlich zur Stelle, wenn der normal kommt. Ja. Hätte es vermutlich gereicht. Vielleicht sollten sie es mit der deutschen Kommunikation versuchen. Ah, der ist stark. Falschen Fuß erwischt. Hätte Nick nochmal versuchen können, aber auch. Sagt er aber gut. Wir gehen weiter zum nächsten Punkt. Der war zu gut. 040. 40-0, sorry. Guter Stop. Spielausgleich 1-1. Nochmal ein aufmunterndes Warmaus hier vorne von Patrick in Richtung seines Partners Miguel. Erster starker Return und Ball ins Netz. 15-0, schneller Punkt. Den lässt sich Jojo nicht nehmen. Geht hinten raus. Deutlich zu kurz von Miguel. Sind beide. Ja, der ist kurz, der Smash. Oh, nicht. Auch nicht optimal. Für Patrick. Springt aber weit raus. Patrick kommt nicht hin, ohne im Netz zu sein. Jetzt wieder ein paar mehr Smash-Möglichkeiten für Lindmeier-Merten. Das, was im zweiten Satz eigentlich ganz gut geklappt hat. Die zu vermeiden, haben es jetzt gleich in den ersten 2,5 Spielen wieder deutlich mehr bekommen. Mal gucken, ob es da beim Seitenwechsel diesbezüglich nochmal was zu hören gibt. Hm. Guter Aufschlag, wieder nicht hochgekommen von der Scheibe. Entschuldigt sich Jojo auch, weiß, okay, das war nicht nur mein Spin, sondern auch ein bisschen den Platz geschuldet. Ja, der ist aus. Schenken sie jetzt auch ein bisschen schneller ab. 2-1 für Merten und Lindmeier. Gucken wir mal auf die Bank vielleicht nochmal von Patrick und Miguel. Ja. Der Lobby-System. Sagen nicht nur, dass sie mit dem Lob ein bisschen mehr zu Jojo wieder rüber wollen, sondern auch, dass wenn ich das richtig verstanden habe, Nick jetzt aber auch nicht mehr den Smash perfekt spielt. Also vielleicht sagen sie, Blockqualität im Allgemeinen muss einfach ein bisschen optimiert werden. Nick schon als erstes auf dem Court. Aber es gibt noch ein Lächeln. Auch in Richtung der Kommentatoren. Genau. Alles in der Reihe 2-1. Ja, 1-2 Aussicht des aufschlagenden Teams.
Ich finde, jetzt bei den ersten Games hat man wieder ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Patrick und Miguel leicht am Drücker waren. Ja. Auch da hadert er wahrscheinlich wieder einen Tick mit dem Belag. Springt auch wieder nicht so ganz ab, wie er es rechnet. Ist ja volles Risiko gegangen, denkt, der Ball geht er erst gegen die hintere Scheibe. Beziehungsweise erst gegen die Seitenscheibe, war nicht so. Ein flacher Volley von Patrick. Genau, unglaublich flach. Nochmal hier extrem schwer, den zurückzuspielen, bleibt dann auch am Netz hängen. Guter Lob, Longline. Starker Ball. Hätte Patrick vielleicht sich dazu entscheiden sollen, den vor oder vorm Glas zu spielen. Nach dem Glas war es sehr schwer. Sehr, sehr starke Defense von Nick jetzt. Aber auch sehr guter Überkopfball von Patrick. Ist wirklich im Zurücklaufen. In der Mitte spielt er den. Jojo entschuldigt sich hier auch, dass er da nicht schneller nach vorne gerückt ist. Oh, guter Stopp von Miguel. 2-2. Ja, das von dir angesprochene, dass bei Patrick und Miguel so ein bisschen mehr Zug da ist, merkt man auch, die Aufschlagspiele gehen deutlich schneller. Ja. Die eigenen Aufschlagspiele. Starker Ball. Sehr, 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 sehr guter Ball. Spekuliert Nick, dass er mittig kommt, beziehungsweise muss natürlich auch den Weg in die Mitte machen. Wichtiger Punkt jetzt hier, nicht 0-30 in Rückstand zu geraten. Ist kurz, Smash, nicht optimal, Patrick da. Auch nicht, Miguel. Ball im Netz, ich glaube nicht. Oh, bleibt er hängen. Hoffentlich ist nichts passiert. Rutscht damit. Rutscht komplett weg, man sieht's. Steht aber wieder. Ich habe auch vorher kurz mit ihm geredet, gefragt, wie schätzt ihr jetzt die Bedingungen fürs Finale ein? Er sagt, ja, rutschig ist es für alle. Da gibt es keinen, der irgendwie Wunderschuhe hat. Ja. Aber gut, ich glaube, da wäre so oder so nicht dran gekommen. Trotzdem wichtig, jetzt den Punkt gemacht zu haben für Jojo und Nick. Durchlassen. Miguel sagt meiner. Nick ist da. Oh. Ja. Direkt auf dem Körper. Wichtiger Punkt. Auch nicht ganz sauber getroffen. Ein Smash hätte Miguel vielleicht durch die Mitte spielen sollen. Nick war schon vorne. Ja, der ist sehr, sehr stark gespielt. Ja. Das war jetzt aber der erste der letzten, der wieder besser getroffen war. Mhm. Wurde dann auch gleich belohnt, ging richtig raus. Keine Chance da dann für Miguel noch ranzukommen. 40-15, Chance auf 3-2 wieder zu erhöhen. Guter Return. Stark vorgekommen von Miguel. Mit dem Slice-Ball drückt er förmlich runter auf die Füße von Nick. 40-30. Smasht ihn nicht. Entscheidet sich dagegen. Jetzt smasht er. Kommt er. Ist er da? Gerade so ran. Boah, und da gibt's das Warmos wieder auf der anderen Seite. Ganz sanft touchiert. Ja. Zum Golden Point. Zweite Golden Point jetzt bei Aufschlag von Nick und Jojo in diesem Satz. Extrem wichtiger Punkt jetzt. Absolut. Ersten konnten sie gewinnen. Aufschlag sehr gut. Ja. Ah, das ist bitter. Hadert er auch sofort, aber extrem wichtig jetzt den bei eigenem Punkt zu machen zum 3-2.
Vor allem auch gar nicht eben von Jojo Nick da an eine lange Rallye gekommen zu sein, wo es vielleicht nochmal ins Zittern geht. Ja. Das, was du angesprochen hattest, wenn Miguel in den Flow kommt, dass er dann extrem schwierig ist zu bändigen. Ja. Ja. Ah, sie sind am Drücker, aber man hat es im ersten Satz gesehen. Da fand ich, waren sie auch bis zum 3-2 vielleicht ein bisschen vorne. Dann gibt es aber dann doch ein schnelles Break und dann dreht sich ein Satz mit mal in die ganz andere Richtung. Also ist jetzt natürlich die Gefahr, dass hier das Ähnliche sich abspielt. Patrick geht nochmal kurz sich was Kaltes zu trinken holen. Nee, eine Banane. Das ist sogar eine Banane. Ein bisschen Power für die letzten Spiele des Tages hier heute auch in Krötzingen. Ja, jetzt geht's nochmal richtig hier in die Primetime, in die heiße Phase. 3-2 im dritten. Mal sehen, ob wir dann auch bald vielleicht die eine oder andere Nervosität auch bei den Spielern sehen, in unserem Finale. Patrick schlägt auf. Dark. Ja, dabei. Dark vorbereitet von Miguel. Patrick einfachen. Ja, gut gelegt. Nicht hoch. Ja. War das, was wir vorher angesprochen hatten, wieder schnelles 30-0 bei Aufschlag von Patrick. Gehen doch immer wieder viel über Nick, meiner Meinung nach, gerade wenn sie am Netz sind. Jojo definitiv bei den beiden der bessere Defender, der hinten mit dem Glas besser umgeht. Aber jetzt vorne noch ein Fehler von ihm. 40-0. Chance zum 3-3 auszugleichen. Ja. Und das gelingt sehr, auch. Sehr schnelles Game jetzt. Jetzt wollen sie ran. Mal schauen, wie Jojo aufschlägt. Ja, ärgert er sich. Wusste er schon beim Zurückspielen, dass da vermutlich keine Chance mehr besteht. Hadert aber auch wieder mit dem Belag, dass der Ball da an der Linie weggerutscht ist. Gucken jetzt hier auf den Ball. Der ist kurz, Smash von Patrick, sehr gut. Gibt es das laute Bien von Miguel? Gut so. Wahnsinnsball. Ah. Sieht auch so einfach aus, aber macht er gut. Ja, ein wichtiger Punkt jetzt wieder. Starker Return diesmal. Eklig zu spielen von Nick, der kommt aber gut rein. Oh, und da macht er das aus. Klopft er sich selber sanft gegen den Kopf. Was machst du? 30 beide. Erneut wichtiger Punkt jetzt. Der wird gesmashed, geht raus und bleibt an der Lampe hängen. Boah. Haben wir auch schon ein, zwei Mal an diesem Wochenende gesehen,
die Lampen hier ja gerade im Vergleich zu vielen Profi-Courts, wo sie gebogen sind. Da wäre der Ball dann rausgeflogen genau. Und Miguel hätte vermutlich. Er hat sich da auf jeden Fall schon bereit gemacht. Ja. Auf den Ball gewartet, da kam aber nicht. Damit 4-3. Sehr, sehr wichtig für Jojo und Nick jetzt. Starker Ball. So, das Spiel schnell Ball zu machen. Nick hat er auch. Smasht wieder nicht hier. Na, oh, der ist aus. Der letzte war einfach. Hat er schon schwerere gemacht heute, Miguel. 4-3. Gucken wir nochmal auf Lindmeier Merten vielleicht. Ist mir gerade egal, wie. Ich finde es super schwer, Sicherheit zu bewegen. Deshalb komme ich super schwer vom Fleck. Ja, wir müssen. Die Entscheidungen, die wir spielen, die Bälle, die müssen dann richtig sein. Ja, ja. So bei 15 Beide, den darf ich ja nicht spielen. Da muss ich lieber titschen lassen. Ja. Egal, eben bei 3, 4 Messern haben wir auch ein Break gemacht. Ja, ist so. Was tun wir jetzt nochmal? Komm jetzt! Ja, Jojo hat es angesprochen, ihm sind quasi die Punkte egal, wie sie gemacht werden. Schauen wir mal, Patrick. Ein Moment, was da war, oder? Ne? Mama, okay. Mama. Ja, und Jojo und Nick sind jetzt hier ein paar Mal vielleicht ein bisschen glimpflich davongekommen. Bei eigenem Surf, jetzt ist es natürlich für sie wichtig, dass sie auch mal ein Zeichen setzen beim Surf der Gegner, dass sie da mal rankommen, Breakbälle sicher spielen, erkämpfen. 4-3. Ja, der ist unmöglich zu spielen, starker Smash. Versucht er behind the back zu spielen, geht aber ins Aus. Damit 30-0. Guter Stop, Nick ist da. Shot auf den Körper, entschuldigt sich. Aber beide lachen, Nick sagt, ich wusste es doch, dass der auf den Körper kommt. 40-0, geht wieder schnell. Ja, da kommt die Klebe vom Spanier wieder zum Einsatz. Keine Chance bei Aufschlag von Maya Morales. Für Merten Lindmeier. Wir wollen jetzt nichts über einen Tiebreak sagen, damit wir es nicht wieder heraufbeschwören, dass dann ein Break passiert. Oh. Starker Ball von Jojo, kommt die Faust auch. Miguel, bei ihm ist nichts passiert. Ja. Sich dann nur nahe Richtung Gitter abgerollt. Mal gucken, ob sie ihr eigenes Aufschlagspiel jetzt auch schnell mal durchspielen können. Gutes 15-0 haben sie. Guter Lob. Jojo geht rein. Ah. Auch gute Attitüde jetzt von Nick und Jojo, gefällt mir. Zeigen sich da gegenseitig die Faust. Ja, auch schnelles Game jetzt. Starker Volley und spielbar für Patrick. Ne, gar nicht, 40-0. Lobben jetzt viel über Nick. Solange die Lobs gut sind, passiert da nichts. Der ist nicht gut, geht raus. Kommt Miguel dran. Ist da. Der kommt. Weiterhin über Nick. Und ja. Wow. Wow. Wahnsinn. Das ist Paddel, hören wir hier. Stark von Miguel hier. Ja.
mit 21 auch der jüngste der vier Finalisten hier. Stark von Jojo. Macht er hier 5:4. Lassen sich nicht vom Highlight-Punkt davor beeinflussen. Ja. Komm, lass mal einfach ja. Was geben jetzt. Ja. Ja. Außer es geht natürlich nicht anders. Nee, ja, konntest du es verstehen? Machen wir das. Ich mein's ja, also gar nicht, also, über Patrick. Wenn er zieht, er kann nicht rausziehen bei dem Video eigentlich. Also wir spielen halt wirklich erstes Gitter, ne? Aber ja. Kann im Zweifel einfach laufen. Ja. Du guckst danach, ne? Ich komm nach oder ich cover halt den Faker. Ich glaube, die Sachen auch. Dann machen wir es jetzt einfach. Also auch im Sinne von. Gut, Sie wissen, Sie hatten jetzt diesem Satz nicht viel an Break-Chancen oder generell Land gesehen beim Aufschlag von Patrick und Miguel. Jetzt soll es anders werden. Du sagtest Lobs über Patrick, deren Taktik jetzt vielleicht. Mal schauen. Aufschläge von Patrick waren allerdings extrem gut. Genau, da musst du erstmal in die Situation kommen. Ja. Sehen wir gleich den ersten. Und den nächsten hinterher. Also wollen den Flow, ja. Reicht hier nicht. Ja. Top umgesetzt für den ersten, würde ich sagen. Stimmt. Sie wollen also diesen Flow von dir angesprochenen Flow von Miguel unterbrechen und mehr über Patrick spielen. Das passiert dann natürlich schnell dabei, wenn man den genauen Ball versucht zu spielen, Longline, Lob, dass man dann auch einen Fehler macht, 15 Beile. Es windet jetzt auch wieder extrem, ja. Ein paar Tropfen hier, Regen runtergekommen, aber der klappt auch zum 15:30. Lob hatte wenig Höhe, dadurch einfach zu smashen, weil er nicht so in die Windböen oben reinkommt. 15:30. Wichtiger Ball jetzt. Das ist natürlich unglaublich wichtig. Stark ja. Von Miguel. Ganz, ganz wichtig. Da sieht man es auch an der Reaktion von Patrick. Der Punkt war wichtig. Hat Miguel Patrick hier extrem gut gerettet. Hat auch gemerkt, dass die jetzt viel über Patrick spielen. Hier der Versuch, guter Lob. Starker Ball ist vorne. Der geht aus. Das sieht er. Wow. So mit Spielball. Das ist stark. Für Patrick und Miguel zum 5:5. Wird auch der Mut belohnt. Halb drinne. Nicht sauber gespielt ja, gewesen. Wahnsinn gespielt von Miguel. Das ist unglaublich. Gerade wenn es darauf ankommt, da sieht man es so schön mit dem Körper links angetäuscht. Fast wie beim Fußball, eine Finte. Übersteiger. 5:5. Gehen wir in den Tiebreak? Ich glaube schon. Aus der Sicht von Jojo und Nick. Auf jeden Fall gut. Sie haben gemerkt, okay, so funktioniert's. Da kamen sie gut ran anfangs. Jetzt natürlich erstmal eigener Surf. Nicht irgendwie groß drüber nachdenken, ja, wir hätten gerade eben selber vielleicht schon das Spiel beenden können. Guter Lob jetzt. Der ist im Netz. Ruhig gespielt diesmal von Nick Merten. Nicht den Smash gesucht. Und den Fehler beim Gegner erzwungen. 15:0. Der Lob ist kurz. Der Smash geht raus. Geht sehr weit raus. Wow. Das Publikum muss sich wegducken. Ist aber auch gut, dass er da nicht noch irgendwie viel mehr riskiert.
da vielleicht noch jemand zu verletzen, entschuldigt sich auch nochmal im Nachhinein. Auch tolle Szenen. 30-0 jetzt. Ja. Spielen sie sehr gut jetzt. Und Aufschlag. Jojo und Nick. Der ist kurz. Ja. Patrick ist zur Stelle. Das Publikum ist auch noch wach, wie man hört. Guter Aufschlag. Ob's kurz, Smash nicht optimal und der geht aus. Ja. Regt sich wieder auf über das Rutschen hier am Court. Kam ein bisschen ins Taumeln beim Schlag. Ist natürlich bitter, dann 30-0, wissen sie selber. 40-15 natürlich deutlich besser als für Nick und. Und den hat ja, auch. Das ist stark. Boah. Kam hier bei uns runter. 6-5 aus Sicht von Nick Merten und Johannes Lindmeier. Schauen wir nochmal auf die Bänke. Johannes und Nick schon mal sicher im Tiebreak. Kennst mich doch. Ich denk da nicht drüber nach dann. Ich weiß, das ist wirklich, ich nehme den. Ach Quatsch. Ey, ich nehme mir das ja gar nicht krumm. Ist ja okay, wenn der kommt, dann. Feiern ja, aber der steht ja mit Schwanz am Netz. Kannst du nicht auf, ja, das war das Problem. Wir lernen ja, ne? Ja, genau. Bei 6 und 5 dritten. Lernen wir doch, ich lerne immer. Boah. Machen wir das nochmal. Ja. Zweifel halt. Den ersten dann nochmal Platz und wieder den ersten. Also Gameplan bleibt gleich. Trotz Aufschlag von Miguel jetzt, wieder wahrscheinlich dann die Loks über Patrick. Jojo hat noch, glaube ich, ein bisschen die Smashes kritisiert, die nicht rausgegangen sind. Genau. Fand ich aber auch fast schon wieder beeindruckend zu sehen, wie locker die beiden da auf der Bank saßen bei 6-5 im dritten. Sagten auch kurz mal, wow, was ein Moment. Also, schnelle Reflexion, aber mal schauen, ob sie jetzt, wie sie es auf den Platz übertragen, die Lockerheit. Unglaublich spannend jetzt. Guter erster Ball. Erster Punkt, 15-0. Hat auch gesehen, Miguel versucht jetzt zu spekulieren. Merkt vielleicht, dass der eine oder andere Ball mehr über Patrick geht. Guter Lock. Bleibt eklig und geht raus. Beide. Ah, also wie angesprochen, Lobs über Patrick sind das Mittel, mit denen sie jetzt hier den dritten Satz gewinnen wollen. Smash von Miguel, der nicht rausgeht. Nicht gut, er berührt das Netz. Ja, gibt es auch zu. Da sieht man's. Mit dem Schläger, glaube ich. Super fair. Ja. Bei so einem wichtigen Ball. Wäre natürlich auch blöd, wenn wir das hier im Stream sehen und sagen. Ne, und dann so, auf jeden Fall 30-15. Haben sie Glück gehabt. Wieder guter Lob über Patrick. Ja, guter Winkel beim. Für den Ball ist er fast schon bekannt, diesen Slice, kurzer Ball, Cross. Unglaublich gut. 40-15. Der ist aus. Damit Tiebreak hier im Herrenfinale. Sie kosten es nochmal richtig aus. Natürlich für Jojo und Nick jetzt ein bisschen das Zeichen, sie sehen, wie es funktioniert, wenn sie da den Lob hinter Patrick bekommen, dann das Netz erobern, vorgehen. Aber mal schauen. Unglaubliche Spannung. Der ist knapp aus. Statt mit dem 1-0 Bergen im Aufschlag.
Jetzt Patrick mit dem Aufschlag. Ist auch aus. Zwei schnelle Punkte jetzt. Wichtig aus Sicht von Lindmeier-Merten jetzt. Jetzt wahrscheinlich der Lob über Patrick. Noch nicht ganz sauber getroffen. Nick ist da, sein stark Wechsel reagiert. Bei den Netzroller. Der Lob ist Wahnsinn. Guter Lob. Oh, der segelt, der auch. Oder? Der segelt ins Aus. Kommt dann genau in dem Moment wieder der Wind. Ja. 3:0. Das ist natürlich ein Start, den du haben willst jetzt mit eigenem Surf. Müssen natürlich Patrick und Miguel zusehen, dass sie jetzt auf jeden Fall rankommen. Und auch der auch wieder raus. Zu lang. Bei einem Tiebreak natürlich erst Seitenwechsel nach 6 gespielten Punkten kann dann jetzt schon ein Faktor sein. Der fällt gerade so rein. Sah mir fast danach aus, dass Patrick hinten stehen bleibt. Da sieht man es noch, weil er denkt, ja toll, mit dem Wind fliegt er auch wieder auf uns aus. Oh. Ärgerlich 5:0. Aus Sicht von Meyer und Morales. Jetzt haben sie natürlich eine Herkulesaufgabe. Kriegt er. Auch den hat er. Oh. Da haben wir dann das 6:0. Rutscht da dann beim Smash-Versuch auch zusätzlich nochmal ab. Somit 6 Matchbälle für Lindmeier und Merten. Publikum jetzt auch nochmal, wollen natürlich auch nicht, dass so ein Match jetzt so schnell endet. Es gibt, glaube ich, nicht viel schwerere Dinge als ein 6:0 im Tiebreak noch zu drehen. Erster Punkt haben sie. Wahrscheinlich ein bisschen zu spät jetzt. Ja, Körpersprache von Patrick sagt auch, sie machen eigentlich nichts falsch. Nee. Hatten da extremes Pech dann. Aufschlag Nick Merten jetzt. Nämlich wieder nahezu windstill. Der ist aus. Der geht ins Aus, ist zu lang. 7:1 im Tiebreak des dritten Satzes. Sehr, sehr starker Tiebreak, aber auch von Jojo und Nick, muss man fairerweise sagen. Vom Kopf her voll da gewesen. Aber sie lächeln auch alle vier, also gibt's kein böses Blut oder irgendwas, sondern man beglückwünscht sich. Gratulation an Nick Merten und Johannes Lindmeier zum Sieg. 6:3, 1:6, beziehungsweise, ja genau, ist jetzt hier oben im Scoreboard falsch. 6:3, 1:6, 7:6. Krasses Finale, was wir hier gesehen haben.